So, hallo. Wir sind wieder im War Thunder. Ich sitze in einer Rata oder einer I-16-5. Das ist eine Maschine, die auch im spanischen Bürgerkrieg geflogen wurde. Also da hat sie angefangen, dass die Russen sie geflogen haben. Und diese Maschine hat bis zum Ende des Krieges gedient in verschiedenen Versionen, die man hier auch bei War Thunder spielen kann. Die 5er ist die erste. Und das ist ein typisches Dreier-Heck-Fahr, also mit Heck-Rad. Und das ist relativ stark angestellt. Oder es gibt Schlimmere, zum Beispiel die Focke Wulf 190, mit der ist es noch krasser. Und ich hatte erzählt, dass die meisten Anfänger, die ich gesehen habe in den Spielen, mit dieser Maschine crashen beim Start. Warum? Weil sie die Nase nicht runternehmen. Ich zeige das noch einmal, wie das falsch läuft. Also wenn es falsch läuft, machen wir das Kanapé zu. Und wir nehmen die Nase nicht runter beim Start und gucken, was die Maschine dann macht. Dadurch, dass sie viel zu stark angestellt ist und zu langsam ist beim Start, fängt sie an zu stallen, also abzuschmieren. Das passiert und kippt dann zur einen oder zur anderen Seite. Und das ist genau das, wo die Leute ihre Maschinen crashen am Anfang. Und deswegen seht ihr so viele I-16, die, keine Ahnung, in Korea oder sonst irgendwie beim Start einfach verrecken. Und das sind immer die, immer, das ist immer dasselbe Problem. Die Leute nehmen die Nase nicht runter. Und ich zeige jetzt nochmal, wie es richtig geht. Und mach mal einen sauberen Start mit der Maschine. Das gilt eben nicht nur für die Ratter, das gilt für alle Maschinen dieser Bauart. Die drei, also wirklich die einzige Maschine, die irgendwie ein Dreierlaufwerk hat in dieser Sache, ist die P39, die eine ganz besondere Maschine ist. Die kann ich auch nochmal zeigen später. Aber machen wir jetzt mal den Start, so wie er sein soll. Wir geben vorsichtig Gas, lenken mit der Fußpedale, also mit dem Ruder, irgendwie ein bisschen so, dass wir auf der Startbahn bleiben. Drücken ganz leicht nach vorne, bis wir gerade sind, und dann lassen wir die Maschine von alleine abheben. Ziehen nicht, ich ziehe gar nicht, sondern ich lasse sie einfach nur von alleine abheben, Fahrwerk rein, und das war eigentlich auch schon der Start. Und das wollte ich euch zeigen, und deswegen machen wir das bis hier und halten das Video mal so schön kurz. Irgendwo ist die Maus und da ist der Stopp.